Hallo, heute geht's weiter und zwar mit den Geheimmissionen. Gestern habe ich Geheimmission 5 gemacht mit meinem guten Geist hier, der mir etwas geholfen hat. Heute ist er sehr müde. Ich weiß nicht, ob er mir heute nochmals hilft. Auf jeden Fall wären wir ja in Mission 19. Wir gehen ins Hauptmenü. Ich möchte nur schauen, ich glaube, ich habe Mission. Also die Geheimmission, kurz verklickt, 6, ja, habe ich nicht gefunden. Das heißt, wir werden uns jetzt auf die Suche begeben nach der Geheimmission 6. Diese ist zu finden in der Mission 9. Und wieder mit Wii. Starten wir Mission 9 und suchen die Geheimmission 6. Ich darf nochmal mit meinen Tieren auf Einsatz gehen. Ist das nicht schön? Die Geheimmission 6 befindet sich nicht weit vom Anfang, beziehungsweise können wir hier ein paar Kämpfe überspringen. Gehen wir zu dem Punkt, wo wir den Behemoth bekämpfen, beziehungsweise wo wir den Behemoth töten, sagen wir so. Top. Ich schaue nur, dass wir gekommen. Wir dürfen nicht zu so schnell. Wir müssen die Geheimmission finden. Und da sind ein paar rote, die wir einsammeln können. Volltreffer, Trophäe erhalten. Na, das ist ja nett. Muss ich mal schauen, was für eine Trophäe das ist. Einen kurzen Moment. Ich habe nachgeschaut. Anscheinend war danach mein Mikro kurz auf Stumm. Volltreffer. Diese Trophäe bekommt man, wenn man 1 Million rote Kugeln gesammelt hat. Hätte ich mir echt nicht gedacht, dass ich schon 1 Million von den roten Kugeln geschafft habe zu sammeln. Ja, jetzt ist es nicht mehr weit zur Geheimmission. Lasst euch hier nicht irritieren. Ich bin hier nur kurz durch, um alle roten Kugeln einzusammeln.
Und zwar gibt es nämlich hier zwei Wege. Letztens bin ich hier bei den Kerzen durch. Das ist eigentlich egal. Jetzt gehe ich aber den anderen Weg und zwar wieder zurück. Natürlich sagt mir jetzt die Anzeige, ich soll zurückgehen. Jetzt sagt sie, ich soll in diese Richtung gehen, also es führt beides nach vorne. Ich kommentiere jetzt dazu, ich weiß nicht, anscheinend, als ich geschaut habe, wegen der Trophäe, hat sich mein Mikro deaktiviert und ich es nicht bemerkt. Auf jeden Fall hole ich hier absichtlich nicht Nightmare, damit ich eine volle Hippie-Anzeige habe. Ich brauche nämlich Nightmare, dann muss ich mir nachher wieder einen versperrten Weg öffnen. Hier wäre nämlich der normale Weg zum Hinuntergehen. Da wollen wir nicht hinunter. Ich möchte mir nur die roten Kugeln holen. Also ich slide da kurz hin. Mache mal eine ganze Runde. Geht ja schnell. Mit den Tieren. Dahinter, hinter diesem Steinblock, ist nämlich der versperrte Weg. Genau da, wo die Wurzeln sind. Und da ist auch noch eine blaue Kugel, die noch auf mich wartet. Aber ich hole mir zuerst hier mal die roten. Das war Absicht, dass ich hier runtergesprungen bin. Aber ja, nicht weiterspringen, sonst kommt ihr vielleicht nicht mehr hoch. Dann bin ich hier zurück und jetzt hole ich Nightmare. Und Nightmare, ihr könnt es auch mit den normalen Tieren versuchen, die schaffen es aber nicht. Und Nightmare bricht da einfach durch. Das kennen wir ja schon von einer anderen Geheimmission. I have to keep going. Jetzt mal zuerst die blaue Kugel holen, beziehungsweise ein Fragment einer blauen Kugel. Und natürlich die roten nicht vergessen. Wir sehen das Pentagramm schon, nur wir müssen noch den Ort finden, wo wir uns hinstellen. Also man sieht das hier sehr gut, das Pentagramm. Einfach aufspringen, die Stufen hoch und hier draufstellen. Das Pentagramm anvisieren und jetzt starten wir die Geheimmission 6. Hier müssen wir alle Dämonen in 20 Sekunden oder weniger besiegen. Da sollten die Tiere etwas aufgerüstet sein, also ohne Skills glaube ich nicht, dass es zu schaffen ist. Ich habe ja für Wii wirklich viele Fertigkeiten vergeben, was mich ja dann am Ende etwas geärgert hat. Ihr wisst es,
In Mission 18 musste ich mich dann gegen meine eigenen Tiere stellen. Ja, mit Dante. Dann legen wir los, würde ich sagen. Die Mission ist leicht zu schaffen. Im ersten Mal ist sie von mir fehlgeschlagen. Da habe ich Nightmare zu früh gerufen. Und die Zeit ist dann abgelaufen. Das hat auch den Grund gehabt, weil ich mich auf Nightmare aufgesetzt habe. Und ich sitze auf Nightmare. Und das dauert einfach zu lange. Wir starten die Mission gleich nochmals. Und es ist wirklich nicht schwer. Man muss halt schnell vorlaufen. Die Viereck-Taste gedrückt halten, immer wieder drücken. Die Dreieck-Taste daneben. Dann gleich Nightmare rufen, also vorne hinten, nicht hinten, wie ich beim ersten Mal gemacht habe. Und hier beim zweiten Mal war es echt knapp. Ihr seht, ich hätte nur mal eine halbe Sekunde Zeit gehabt. Aber egal, geschafft ist geschafft, sage ich immer. Und ja, also ich konnte jetzt nicht so viel testen in dieser Mission. Aber beim ersten Mal habe ich gesehen, Nightmare sollte man nicht gleich am Anfang rufen. Also Black Panther bzw. Shadow und Griffon angreifen lassen, vorne vorlaufen, Nightmare rufen und dann so viel als möglich drauf mit der Viereck-Taste und der Dreieck-Taste. Was noch wichtig ist, nicht auf Nightmare aufsitzen, das dauert zu lange. Ihr müsst ja die Monster töten. Lasst Nightmare kämpfen, Shadow und Griffon, und so schnell als möglich mit dem Stock den Todesstoß versetzen. Ja, das war's mit der Geheimmission 6. Bin gespannt, ob ich die Geheimmission 7 schaffe. Da geht's dann morgen weiter. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Spaß weiterhin. Tschüss!